but you gotta keep your head up. Go ahead, go ahead, go ahead. You gotta keep your head up. So, wie ihr gerade im Intro gesehen habt, herzlich willkommen zum ersten GTA-Video. Absolut cringes, lustiges Video, hoffe ich zumindest. So wie ihr es am Anfang gesehen habt, absoluter Playboy der Charakter. Das ist eigentlich mein Charakter, aber er ist genau das Gegenteil von dem, was ihr im Intro gesehen habt. Deswegen lasst euch überraschen, viel Spaß und tschüss. Kesme, hast du vielleicht ab Samstag Zeit? Ich glaube, ich brauche einen Psychologen. Ich habe dann ein pinkes Traumata. Keine Sorge, ich mache mit. Aber du weißt warum, Kesme, sie darf nicht scheiße aussehen für die nächsten Aufgaben. Mhm. Das ist halt echt wichtig. Was machst du denn da? Ja, wieso lassen die mich fahren? Kannst du nicht einfach zum Friseur? Hallo, warum fährst du jetzt hier durch das Ding? Durch die Pampa? Da bist du noch ganz bist du noch ganz gebacken oder so? Du musst nach Paleto Belenus. Du fahrst einfach die Straße hier rechts. Ich hab schon mal gesagt, das muss Bobby auch rechts wissen. Ich hab ein Orientierungssinn wie ein... Ja, einfach da jetzt geradeaus. Ich hab noch gute Laune, okay? Und dann am Highway links. Nee, das war falsch. Falsche Seite, die Haare. Du musst sie andersrum machen, dass sie so wild sind. Und das ist viel zu dunkel. Ja, das ist doch meine alte Frisur, die ich mache. Ja, okay, dann will ich deine alte Frisur. Und ein bisschen mehr, dass zur Hose passt. Das passt gar nicht zur Hose. Ein bisschen pastelliger. Ja, mach was die gute Dame neben mir sagt. Aber Elena kann machen, was sie will, die ist immer gerade nicht scharf, ne? Also noch haben wir die Chance, ne? Noch bin ich verheiratet. Naja, alles gut. Oha, er hat nein gesagt. Boah, das ist... Was hat meine Gefühle von der 20? Ich dachte 21 und 21, das ist so eine 10-Verbindung. Genau, jetzt braucht Elena erstmal ein Schnäppchen und ich hoffe, der Skipper, der ist auch absolut ready. Und alle eingeölt und eingepudert und alles oder ohne alle beide sogar. Erstmal hier die Getränke und dann können wir weiter gucken. So viel Zeit muss sein. Oh Gott. Oh, wie hat geschummelt. Ich trinke doch keinen Alkohol, weißt du doch. Lusche. Ich trinke keinen Alkohol. Gute Einstellung. Bei dem Knackarsch. Dann. Oder ist das Bobbys Po? Sag mach das nicht. Also dahin an dein Popo, ja? Kannst du mal stehen, ey! Geil, ich bin hier auch for free! Jo, Digga, ich kann mal ganz kurz Probe gucken. Sieht super aus. Genieß die Aussicht, tschüss! Geil! Ah. Bobby, alles gut, stell dir einfach vor, die Pferde hätten Brüste. Ich versuch's. Aber es klappt nicht. Guck, er spielt sich schon an den Nüppel. Nee, eigentlich wollte ich sagen, meinst du, er wird auch so, wenn man den reitet? Aber es wäre komisch geworden. Ah, ich glaube, das war eine glasklare Antwort. Und der DJ. Los, komm. Okay, ja, ich mach's freiwillig. Also, ihr wisst schon, dass die Person da hinten im lila Dings ist, ne? Alle Lab, wann können wir los? Es steht noch einiges auf dem Plan. Okay, tschüss Kai, muss jetzt noch meiner Kraft. Hä, das war schneller als gedacht. Bobby, bitte Bumsi Bumsi machen. Nee. Tschüss. Ciao. Bobby, bis Bumsi machen. Ja, okay, ausnahmsweise nicht. Aber alles andere ist erlaubt. Zweimal nuckeln ist noch kein Blasen, komm. Okay. Warte mal, komm mal. Okay, warte, ich würfel nochmal. Ja, würfel doch mal. Ja, da fehlt noch Patty, oder? Da! Schon wieder eine 5! Ja! Okay, nee. Dreimal die 5 rülpst du mit einer ausgewählten Person um die Wette. So, für all diejenigen, die einen schwachen Magen haben oder jetzt gerade am Essen sind, auf jeden Fall die nächsten 30 Sekunden überspringen. Ansonsten könnte das ganz übel für euch enden. Und für all die Hartgesottenen unter euch, viel Spaß. So, Ohren zu. Das ist eklig. Hast du okay so? Das, ja. Oh Mann. Alter, what the fuck? Oh, jetzt hab ich Luft gemacht. Mir ist schlecht. Kasmi hat gewonnen. Mir ist auch schlecht. Können wir das bitte nie wieder machen? Nein, das tun wir nicht mehr. Jetzt nochmal würfeln. Oh, eine 2. Oh, ich lese mal kurz nach, was in der 2 drin ist. Okay. Ja gut. Du musst lautstark ein Schlagerlied singen.
Ein deutsches. Ich schließe meine Schließmuskel und lösche dich durch die Nase. Was denn? Warte, mach weiter. Ich schließe meine Schließmuskel. Oh. Was dazwischen uns vibriert, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick an mir atemlos durch die Nacht. Bobby! Ich bin da frei. Großes Juhu. Kino für uns zwei. Elena, wir müssen immer noch weiter. Okay, Maus, jetzt hör zu. Guck mir den Arsch einfach an. Ja, ich höre zu. Stelle dem ersten Kopf, den du siehst, den perfekten Heiratsantrag, ohne zu lachen. Ja, du hast gefragt, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja. Hab mit Kai Schluss gemacht. Was? Ich sagen, die Nächte auf dem Observatorium mit dir waren echt der Hammer, Dicker. Ob du doof bist? Giuliano, möchtest du ein Alvarez werden? What? Was geht hier ab? Seid ihr alle doof? Willst du mich heiraten? Haben wir schon Termin? Nein, du bist wie eine große Schwester, ich heirate dich nicht. Oha, das war gekorbt. Die sind so behindert. Ne, ich muss jetzt würfeln, ist wichtiger. Sag jetzt, was macht Kai? Ich will's wissen. Die gehen jetzt falsch im Sprint. Eine 3! Oh, wo ist denn der jetzt hin? Da liegt er. Haben wieder alles gut. Du musst. Ein Carwash in der Waschstraße muss ich machen. I've been waiting on the sunset, bills on my mindset. I can't deny it, getting higher, higher than my income. Muss man dein T-Shirt ausziehen? Ja, muss das Auto sauber machen, Alter. Kolleg, man muss heute unten nehmen, so einen Gartenschlauch hin. Da hängt bayerische Grenze mit dran. Ah, wo ist? Sicher du! Jetzt geht's da Rambazamba, so alle einsteigen da. Bist du fertig, Alala? Ja. Okay, dann einmal würfeln. Die 1 gab's heute noch nicht. Da hab ich Lebensangst. Küsse jeden Mann mit braunen Haaren auf die Nasenspitze. Bobby, komm mal ran hier, Alter. Guck mal her, deine Nase. Da hat der braune Haare, da muss er jetzt durch, oder? Ist mir egal. Ja, hab ich nicht. Wir müssen ihn kurz versorgen. So. Ja, hier der Mediziner auch noch. Kommen Sie mal kurz ran hier, Bobby, bin alt LSMC, Mami, keine Sorge. Guck mal Ihre Nase her. Nein, mach das Feld weg. Da ist ein Schwert. Affe, Attacke, los, mach das Feld weg. Beiß es kaputt. Wir sind hier nicht bei Pokémon hier. Hackle, Zweck, das verfolgt mich, das Muchpferd. Ey! Äffchen, Zigarrenattacke! Mach gleich Lasagne aus dir, du Arschloch! Geh weg! Da muss ich deiner Frau noch mal bei dir hinter die Nase ran, dass ich dich. Eine 6! Der Affe ist weg! Oh nein. Wir suchen dir jetzt 3 Männer aus. Wir stellen diesen 3 Fragen. Überzeugt dich ein Mann so sehr. Viel Spaß euch noch, ihr Zuckerhasen! Hä? Pancho will die ganze Zeit den Pips und Kai anfassen. Oh ja. Die stecken zusammen in der Gondel fest. Ich glaube, da gibt es erotische Spannungen. Also nur mal so, die Vorstellung von mir und Kesme nackt ist geil. Die Vorstellung von euch beiden nackt ist nicht so geil. Also zusammen. Da stimme ich zu 100% zu. Was drängt er dich? Elena nimmt mich von hinten. Okay, du hast gehört. Pack. Warte, ich nehm Kesme von hinten. Ryan, dieser Abend ist zu cringe. Jetzt kommt der anders. Ja. Pancho, deine Frau hat gesagt, ich kann es dir besser besorgen als du. Das stimmt gar nicht. Also ich kann lecken und bumsen gleichzeitig und du so? So, ihr kleinen Schwingel. Kurzer Einspieler, um die ganze Situation mal wieder ein bisschen runterzufahren. Wer es bis hierhin geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, what the fuck, schaue ich mir gerade an. Ja, genau so war das Video irgendwie auch nicht ganz geplant, aber ja gut. Alle werfen euch die Kraft an, noch den letzten Abschnitt anzugucken. Viel Spaß damit. Also ich nehme auf Frau das bei mir hinstellen. Und bin die besseren Ärsche. Okay, liebe Kandidaten, das Tierreich ist groß und vielfältig. Es kommt hin und wieder in ihrem Leben vor, dass der eine oder andere Mensch an eine Art oder Gattung aus dem Tierreich erinnert. Kandidat 2, mit welchem Tier würdest du Kandidat 3 vergleichen? Jo, also ich würde sagen, Kandidat 3, zu meiner Linken, ein Grottenolm. Du bist?
Und du, Kandidat 3, was fällt dir beim Anblick von Kandidat 1 für ein Tier ein? Ein Pony. Und nun gut zu dir, Reiten. Kandidat 1. An welches Tier erinnert dich Kandidat 2? Antilope. Hi, Mr. Crab. Schrei mal bitte. Antilope, sagt er. Antilope. Was ist eine Antilope? Alter, Ryan, bist du doof? Wir schauen uns nachher die Tierdoku an. Warte, was haben wir? Mulch, Pony? Antilope. Antilope. Schwanzlurch, bitte, Schwanzlurch. Ja, okay, Schwanzlurch. Den wirst du auf jeden Fall behalten. Der ja, den behalte ich schon mal. Ja, aber ich bin halt nicht mehr in einem Alter, da kann man mich nicht mehr mit Ponys überzeugen. Das tut mir leid, hatte heute 3 Einhörner. Gut, dann ist das die Pony raus. 2 Hörner. Okay, Pony, tschüss. Bis Cowboy. Nummer 2, beschreib Elena mal das perfekte Date am Strand. Wie würde das bei dir mit ihr ablaufen? Oh, das wird jetzt witzig. Schatz, ich liebe dich! Halt die Fresse. Ich liebe dich auch, mein Bruder. Ja, perfekte Date am Strand. Ist ganz easy. Besorg was zu trinken, was zu essen. Wir fahren an einen schönen abgelegenen Ort. An ein Feuer. Setzen uns in den Sand. Essen was, trinken was. Schauen uns die Sterne an. Und reden. Lange. Und dann gehen wir baden. Und dann den freien Sternenhimmel. Interpretationssache. Cringe. Guck mal, der Schwanzlurch kommt raus. Okay, Kandidat 3. Wie würde dein perfektes Date in den Bergen aussehen? Wow, das wäre doch viel einfacher. ein Joint, Feuer und das war's. Okay, Elena, du musst dich entscheiden. 2 oder 3, wer muss gehen? Das ist relativ einfach. Jeder, der mich kennt, das erste ist absolut romantisch. Ich glaube, da würde ich die Hälfte der Zeit einfach nur kotzen. Also ich glaube, ich würde das zweite nehmen. Yeah! Wuhu! So, und da das Video mit tanzenden Frauen angefangen hat, wird das Video auch mit tanzenden Frauen enden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn es das hat. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up. Roll head, go head.